Willkommen, liebe Traderinnen und Trader, zum Wochenauftaktblick in die Märkte. Und ja, wie soll es anders sein? Es gab einen richtigen Knall nach unten. Ich habe ja gestern Vormittag das Research am Sonntag für alle hier veröffentlicht, so ein bisschen auch immer als Vorbereitung für die neue Handelswoche. Da schrieb ich unter anderem über das Cable, also britisches Pfund, US-Dollar, Neuseeland-Dollar, US-Dollar und den Austral-Dollar, japanischen Yen als die Handelsideen. Und dann kamen die Nachrichten. Gestern Abend habe ich die Nachrichten gehört, dass das Coronavirus sehr, sehr stark in Europa, in Italien angekommen ist, und ich dachte schon, oh, das wird kein guter Wochenauftakt für die Indizes und auch für Teile von Währungen, und genau so ist es auch gekommen. Das heißt, wir machen heute hier eine kleine Programmänderung. Bevor wir uns hier die Währungen anschauen, gucken wir zuerst einmal auf das, was wir hier im DAX sehen. Das, wie immer, und gerne die ein oder andere Wunschmarktfrage hier einfach bitte rein in die Chats. Und an dieser Stelle auch ein schönes Dankeschön an die lieben guten Morgengrüße. Das gebe ich natürlich auch an all diejenigen, die hier live zuschauen, wieder mit zurück. Bevor wir hier in die Details der Charts gehen, natürlich der Risikohinweis, bitte in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit blicken wir mal noch auf die kleine Nachrichtenleiste für den heutigen Tag. Viel ist es nicht. In Japan ist Feiertag, Geburtstag des japanischen Kaisers. In Deutschland, Entschuldigung, bekommen wir um 10 Uhr Daten von dem IFO-Institut hier, die Geschäftserwartungen, die aktuelle Lage und der Geschäftsklimaindex aus Großbritannien, dann um 10 Uhr Hypothekengenehmigung, und ein Bank of England-Mitglied spricht das Ganze heute Abend dann um 19.30 Uhr. Sonst ist hier wirklich nicht viel auf der Nachrichtenseite. Aber bitte an der Stelle immer der kleine Hinweis an dieser Stelle, wer hier selbst auch tradet, ich kann natürlich nicht alle Nachrichten, die hier den ganzen Tag um die ganze Welt weit rauskommen, hier morgens schon besprechen. Das heißt, bitte immer auch schon ein kleines bisschen selbst schauen. Wir haben ja bei Tickmill hier eine Menge Währungspaare. Also wer das noch nicht weiß, wer mit Tickmill noch keinen Kontakt hatte, es wird Zeit, sich mal die Website anzuschauen. Ich mache es mal hier ganz kurz mit auf. Also die Website von Tickmill einfach aufrufen. Tickmill.co.uk ist hier das Kürzel hier ran. Und da gibt es die deutsche Seite. Also einfach mal im Google suchen Tickmill und dann passt das Ganze. Und wenn wir hier mal schauen auf die ganzen Instrumente, die wir haben, wir sehen es: Forex, Aktienindizes, Edelmetalle und Anleihen. Und wenn wir alleine mal in den Forex-Bereich reinschauen, dann sehen wir hier halt, wir haben über 80 oder knapp 80 Paare insgesamt, also mit den Indizes und den Rohstoffen und den Anleihen zusammen. Und da ist natürlich eine Menge, was entsprechend die Märkte beeinflussen kann durch Nachrichten. Von der Seite her einfach mal draufschauen, das lohnt sich wirklich. Und bei der Gelegenheit kann man vielleicht auch gleich mal den ein oder anderen Marktvergleich machen. Hier kann man nämlich auch eine Menge sparen, wenn man deutlich bessere Ausführungen bekommt. Das dazu, aber wir gehen jetzt hier mal rein in die Charts an dieser Stelle und wir starten gleich mal mit dem DAX. Und wirklich, ich bitte hier nicht die Augen reiben. Als wir am Freitag miteinander gesprochen hatten, sah das Chartbild noch ein bisschen anders aus. Jetzt haben wir hier eine deutlich tiefe Korrektur im Sinne dieses größeren Aufwärtsschubes hier. Da mache ich mal ganz kurz die Woche an, um das Ausmaß einfach mal mit reinzunehmen. Also wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen, den aktuellen Trendverlauf, wie wir hier hochgetrendet sind, das letzte Stück, ich skizziere es einfach mal kurz ein. Wir kamen von hier unten rauf, dann gingen wir in die erste Korrektur und dann hat sich schön hier der aktuell laufende Aufwärtstrend gebildet. Also hier, das ist jetzt mal die Woche, die ich hier mache. Also dieser Aufwärtstrend hier im ganz, ganz großen Bild, den wir hier haben, der lief ja bis hier oben rein, hier ganz knapp um diese Marke von 13.400 Zählern. Da oben war so ein Schwungbereich. Dann ging es so ein bisschen in die Korrektur. Also wir hatten hier so einen Seitwärtslauf, unten der Deckel drauf bei 12.900. Und jetzt sind wir halt schön nach oben mit reingelaufen. Wir sehen es ja hier. Und wenn wir uns dieses Bild jetzt mal etwas näher anschauen, dann sieht man hier in diesem Kontext schon, wo es durchaus hingehen kann. Das heißt, an dieser Stelle, wenn wir uns diesen Chart mal anschauen, dann sehen wir hier schon den Markt in die Korrektur reinlaufen. Und wenn wir uns jetzt Fragestellung machen, wo geht's hin, jetzt mal mit Blick auf der Woche explizit, der Weg ist jetzt tatsächlich offen hier unten rein bis um die 12.900 Zähler. Das ist das, was wir hier
momentan definitiv als Tür jetzt offen haben. Und das gucken wir uns jetzt mal kurz im kleineren Bereich an. Das heißt hier einfach mal in den Tageschart mit reingeblättert. Da sehen wir nämlich, wie es hier entsprechend läuft. Also hier sehen wir auch diesen kleinen Bewegungstrend, den ich hier noch eingezeichnet habe. Den gucken wir uns gleich auch mal noch im Stundenchart mit an. Und hier ist halt auch erkennbar, hier ging es dann aus der Korrektur schön nach oben. Das ist das, was wir gerade auch in der Woche gesehen haben. Und die Korrektur der Woche läuft jetzt trendig einfach nach unten. Also es ist mit dem großen Trend noch nichts passiert. Es ist einfach nur die Unsicherheit jetzt durch den Coronavirus, welche Auswirkungen das hier bei uns in Europa haben wird. Weil das weiß tatsächlich auch noch keiner. Von der Seite her ist hier wirklich große Unruhe da. Und es kann deutlich tiefer gehen, als man sich das vorstellen kann. Wir gucken jetzt allerdings mal, wo es Anlaufpunkte auf der Unterseite geben kann. Und da müssen wir mal reinschauen hier in den Stundenchart, weil da sehen wir hier aus diesem letzten Schub nach oben. Ich gehe nochmal kurz auf den Tag zurück, um zu zeigen, weshalb ich hier die Stunde anschaue. Hier der letzte Schub nach oben, der kam halt hier schön durch. Auf Tagesbasis hat sich hier was Trendiges gebildet, aber diesen Trend, der hier nach oben gelaufen ist, den sehen wir halt sehr, sehr schön im Stundenchart. Und wir sehen halt auch, wenn wir das schon sehen, diese Marke hier unten von 13.400, das war schon eine wichtige Marke. Und das ist auch das, was wir im Stundentrend mit sehen können. Da muss ich jetzt nur etwas wieder kleiner zoomen. Hier im Stundentrend, diese Marke war schon ein wichtiger Anlaufbereich hier unten, die 13.400. Weil hier oben, schaut mal, da ging es nicht wirklich deutlich drüber raus. Da wurde immer wieder abverkauft. Hier war zwischendrin das Zwischentief. Und ein großes Trendtief haben wir halt hier in diesem Bereich um die 12.400. Was hier noch von mir mit eingegliedert worden ist in diesem Bereich, war hier dieses alte Umkehrlevel, als wir hier diesen runterlaufenden Abwärtstrend rausgenommen haben, die Marke von 13.285 Zählern hier. Ich ziehe das mal ganz kurz ein Stückchen weit nach drüben. Dieser Bereich hier, ja, der könnte durchaus für etwas Halt sorgen, sollten die Nachrichten nicht massiv schlecht werden. Es gibt aber momentan einfach hier noch überhaupt keine Anhaltspunkte. Das heißt, wer das Ganze jetzt traden möchte und sich sagt, okay, wir haben hier eine Zeit, wo wirklich Angst ist und nach unten wegverkauft, der hat jetzt hier an dieser Stelle einfach nur eine Chance, und zwar genau hinzuschauen, was der Markt hier heute jetzt per aktuell am Tagestief macht. Und jetzt haben wir hier das Tagestief unten stehen. Wir sehen es hier, ich ziehe mal eine kleine Linie unten ran. Hier unten dieser Punkt bei ungefähr 13.262 Zählern. Da ist momentan das Tagestief. Wenn der Markt das Tagestief abverkauft, dann ist es wahrscheinlich, dass wir uns mehr auf der Unterseite als auf der Oberseite sehen. Kommt hier aber irgendwann stärker rein, und das ist das, wo ich sage, es macht durchaus Sinn, sich jetzt hier, wer das traden möchte, etwas auf die Lauer zu legen, ob wir noch eine Umkehr bekommen. Weil so ein starker, massiver Abverkauf nach unten, er kann auch immer mal korrigiert werden, ohne jetzt diesen nach unten laufenden Trend hier rauszunehmen. Ich zeige das mal kurz ein hier. Schaut mal, dieser Abwärtstrend hier nach unten, der steht ja jetzt extrem weit in der Bewegung, einfach durch diese Übertreibung. Und wenn eine Übertreibung wieder aus dem Markt rausgenommen wird, weil wie bei den letzten Malen auch gesagt wird, puh, alles halb so wild, dann könnte es relativ flott mal ein Stück weit nach oben gehen. Ne? Und dann könnten wir hier als nächstes im kleinen Bereich wieder die 13.400-Punkte-Marke möglicherweise als Anlaufpunkt nehmen. Und dann könnte es auch weiter nach oben gehen. Das sind aber alles nur Szenarien, die wir momentan noch nicht abschätzen können. Weil wir aus jetziger Sicht, es ist einfach noch viel zu früh, nicht genau sagen können, welche Auswirkungen diese Corona-Fälle in Italien auf Europa haben, wie groß die Ansteckungsgefahr ist und. Da gibt es ja eine ganze Menge an Sachen, die momentan ja da wirklich akut werden, weil bisher war das Coronavirus weit, weit weg. In Japan bzw. in China, so, also die asiatische Ecke in diesem Bereich hat das getroffen. Das war halt weit, weit wirklich weg. Jetzt haben wir es hier in Europa, und das ist immer ein bisschen schwierig, weil da ist dann plötzlich die Angst doch deutlich größer, wenn man es vor der Haustür hat. Also die Oberseite, wie schon gesagt, haben wir gerade mal beleuchtet. Sollte es tatsächlich hier in Abprall bekommen von der knapp 13.300-Punkte-Marke, ist der Weg hier nach oben hin frei. Vielleicht gibt es auch ein Gap-Close, man weiß es nicht. Wir müssen erstmal schauen, ob wir tatsächlich umdrehen. Eine Umkehr würde dann wirklich so ausschauen, dass wir hier dann Stück für Stück einen kleinen Aufwärtstrend in der Stunde bekommen und dann nach oben schießen. Oder der Markt geht einfach nur schnurstracks nach oben in der Stunde. Dann gehen wir halt in die nächst kleinere Zeiteinheit und suchen halt genau dieses Bild, dass wir sehen, der Markt macht hier höhere Tiefs und höhere Hochs, und das sind dann genau die Punkte, die wir brauchen hier, um die Umkehr zu sehen. Ansonsten, wenn das nicht passiert, dann haben wir wirklich den Abprall vom Tagestief, also nicht den Abprall, den
Durchzug nach unten vom Tagestief weg. Und das ist dann die Geschichte. Dann wird es nach unten hin interessant. Wir sehen es hier aus diesem Aufwärtslauf hier nach oben, wäre dann im Kleinen der nächste Anlaufpunkt. Erst einmal die Marke von 13.221 Zählern hier an dieser Stelle. Und wenn das auch nicht hält, dann sehen wir es hier unten. Dann haben wir die 13.000 bzw. 12.980 Punkte Marke im Visier. Das müssen wir einfach mal schauen, was hier kommt. Der Markt wird es uns auch zeigen zum DAX. So, das war der DAX und jetzt gehen wir noch zu den Handelsideen. Ich hatte es avisiert, das Cable, wir haben Neuseeland-Dollar, US-Dollar und Austral-Dollar, japanischer Yen. In letzterem hatten wir einen Keil, beziehungsweise wir haben den Keil, aber der Markt hat uns hier noch nicht den Gefallen getan, ein ordentliches Setup reinzubringen. Aber wir sehen, es ist halt möglich, immer wieder das Ganze anzunehmen. Ich schalte mal eben ganz kurz um in das Währungspaar Austral-Dollar, japanischer Yen. Hier haben wir das Ganze mit Blick auf den Tageschart auch raufgenommen. Das heißt, an dieser Stelle gucken wir uns das Ganze mal an. Hier sehen wir es. Das ist eine Verortung innerhalb eines laufenden Abwärtstrends zur Unterseite hin. Wir gucken uns das mal noch im größeren Bild an. Hier sehen wir es nämlich. Aus dem größeren Bild ist der Druck von oben nach unten schon noch da. Der Markt ist zwar hier in diesen letzten Korrekturbereich reingelaufen. Hier haben wir ja den Abwärtstrend nach unten schwingend. Er konnte sich allerdings nicht tatsächlich komplett loseisen. Das ist jetzt mal der Blick in den Wochenchart. Und was wir hier auch interessanterweise sehen, ist wirklich, hier hatten wir zwischendrin einen Aufwärtstrend am Laufen hier an dieser Stelle. Also wenn wir uns das Ganze mal anschauen wollen, dann ist das hier der Aufwärtstrend, der Korrektive, der bis hier oben reingelaufen ist. Und jetzt sehen wir, jetzt trenden wir schon wieder nach unten. Also das, was wir hier unten sehen, hier runter, nach oben, Wochenumkehrkerze, dann nach unten. Das ist jetzt mal das, was wir auf Tagesbasis gesehen haben. Und hier sehen wir so diesen Keil. Und wir sehen es jetzt hier durch das, was heute Nacht passiert ist. Wir sind einfach durchgetropft nach unten hin. Hier, der Markt hatte hier unten zugemacht. Und ich hatte im Blog geschrieben, sollten wir unten rausfallen, dann haben wir durchaus hier die Wahrscheinlichkeiten, auf der Unterseite hier Richtung 72,4 runterzulaufen, also 72,40 runterzulaufen. Das wäre dann das Ausbruchsszenario. Jetzt sind wir schon ausgebrochen, wir laufen aber wieder hoch und das ist jetzt sehr, sehr interessant für zwei Dinge. Erstens Thema Fake-Ausbruch, zweitens Thema Retest des Ausbruchslevels. Nummer 1, was haben wir gerade? Wir haben gerade den Retest des Ausbruchslevels. Nummer 2, wenn dieser nicht als Abprall gespielt wird, sondern nach oben läuft, dann haben wir plötzlich auf der Long-Seite für die kurzfristigen Trader wieder hier oben die Marken aktiv. Also hier das Tageshoch vom Freitag bei 74,30 bzw. das Tageshoch vom Donnerstag bei 74,41 und dann haben wir schon das Zwischenhoch hier im Trend bei 74,47. Das ist jetzt hier an dieser Stelle schon mal da, das ist ersichtlich und jetzt gucken wir mal eben in die kleinere Zeiteinheit rein, um so ein bisschen ein Gespür dafür zu bekommen, was hier los ist. Und da sehen wir nämlich etwas sehr, sehr Schönes, nämlich hier im Tageschart, schaut mal, wir sind von hier oben gekommen und hier hat der Markt angefangen, einen Abwärtstrend zu bilden, den er aber auch immer wieder tief korrigiert hat. Und das, was wir jetzt hier in der Stunde sehen, ist hier, das ist der laufende Abwärtstrend nach unten. Ich mache mal hier kurz die Trenderkennung rein. Hier sehen wir es. Hier die erste Abwärtsbewegung, die Korrektur trendig nach oben. Dann hier wieder den Bruch und dann die Aufnahme wieder der Abwärtsdynamik. Dann gab es wieder eine Gegenbewegung, korrektiv natürlich, Trend unten drunter zu sehen. Und jetzt haben wir hier den Markt schon wieder nach unten trenden. Das heißt, wir haben jetzt hier im Kleinen mittlerweile wieder einen Trend, der nach unten läuft. Und das ist jetzt wirklich sehr, sehr interessant zu sehen. Weil wenn sich das Ganze hier nach unten fortsetzt und unter das Tief hier drunter läuft, dann haben wir jetzt gerade intakt die Abprallbewegung und das ist das interessante Level. Und für diejenigen, die das wirklich sehr, sehr nah traden wollen, schaut euch das mal an. Solange wie wir nicht sozusagen, ich zoome es mal kurz etwas kleiner daran, solange wie wir nicht hier oben wieder drüber reinlaufen und hier massiven Aufwärtstrend machen, haben wir aktuell die Abprallbewegung am Laufen. Das heißt, den Abwärtstrend nach unten und in dem Kleinen, wenn wir hier unten drunter laufen, also unter diesem Punkt, dann setzt sich hier ein Abwärtstrend fort und das wäre dann die Bestätigung des Ausbruchs nach unten. Und dann haben wir die Chancen wieder auf unserer Seite erstmal hier in dieses Low da unten reinzulaufen, also hier in diesen tieferen Bereich, das wir hier drüben gehabt haben, um die Marke von 73,28. Und dann geht es schon wieder in der Stunde weiter, wenn wir uns das Ganze mal anschauen wollen. Wenn wir hier, da sehen wir nämlich den Fortlauf dieses Trends hier nach unten schon. Und dann kommt dann als nächster Schwungbereich, als ziehbare Marke hier drüben,
dieses kleine Zwischentief um die Marke von 73,81. Und das ist ja dann tatsächlich sehr, sehr interessant, weil das wäre dann wirklich die Fortsetzung der Abwärtsdynamik. Dieser schöne Abwärtstrend kam dann aus der Korrektur raus, läuft nach unten weiter. Und wie schon gesagt, dann haben wir hier das aktuelle Zwischentief, beziehungsweise wenn es dann weitergeht, hier den nächsten Zwischentiefpunkt. Das ist wirklich eine interessante Geschichte, die man da durchaus im kurzfristigen Bereich mit reinnehmen kann. Mittelfristig ist der Weg dann nach unten offen. Müssen wir mal schauen, ob es hier unten in diesem Supportband, was wir haben, den Druck nach unten weitergibt. Und wenn das tatsächlich passiert, dann halt raus aus diesem Median, runter hier an das alte Zwischentief bei 72,40 im Australdollar japanischen Yen. Wir blicken weiter auf die Währung Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Das Ganze hier erst einmal auch kurz mit dem Blick in den Tageschart haben wir hier. Wir gehen hier in den Tag, wir sind im Tag und wir sehen hier eine sehr, sehr interessante Sache, nämlich diese kleine Umkehrkerze hier vom Freitag hier innerhalb dieses laufenden Abwärtstrends. Die ist jetzt hier an dieser Stelle da gewesen. Wir haben es gesehen, der Markt lief schön nach oben, aber jetzt durch diese ganze Corona-Sache kam da wieder deutlich Bewegung ins Spiel. Und jetzt wird es halt wirklich sehr, sehr interessant zu beobachten, was passiert hier unten am Tagestief. Das heißt, die Fortsetzung dieser dynamischen Bewegung nach unten, die kommt ja dann, wenn wir tatsächlich hier unter das Freitagstief drunter laufen. Das ist die Marke von 0,63, 0,34. Wenn es dort drunter geht, setzt sich dieser Trend nach unten fort und ebnet dann weiterhin den Weg hier in dieses Zwischensupport-Level um die 0,62,400, also dieses Tief dieser Marke hier unten, das ist entsprechend die Marke hier 0,624. Da unten ist das nächste Support-Level, was wir hier sehen können. Zwischendrin ist da nichts mehr. Und das war am Freitag, so wie es jetzt ausschaut, ein kleines Durchatmen. Und jetzt geht es runter. Und das ist das, was wir auch in der Stunde sehen. Der Stundentrend an sich, ja, der wurde hier unten, ich mache mal kurz die Trenderkennung rein, halt das Große brauchen wir nicht, wir brauchen hier das Kleine. Schaut mal an, dieser Abwärtsschub hier nach unten, der wurde am Freitag nach oben rausgenommen. Es fehlte aber die Bestätigung, ja. Und deswegen sind wir jetzt hier wieder in der Situation, ich zoome das mal näher ran, dass wir hier jetzt wieder einen Schub nach unten hatten, eine Korrektur und dann eine Abwärtstrendbildung. Das heißt, wir haben jetzt hier wieder einen kleinen Abwärtstrend am Laufen. Und wenn dieser kleine Abwärtstrend sich unter dieses Tief hier fortsetzt, dann haben wir die Fortsetzung der Bewegung, die wir auf Tagesbasis sehen. Und dann, wie schon gesagt, ist der Weg nach unten auch relativ frei bis in die weiteren Bereiche nach hinten rein. Und das ist das, was wir hier sehen. Das war jetzt einfach nur ein Rückschnapper in der Korrektur. Und wie schon gesagt, wenn es hier unten tatsächlich weiter mit Schwäche reingeht, dann den Markt nach unten auf die 62,0,624 zu begleiten. Das wäre aus technischer Sicht mal ohne weiteres nach unten hin möglich. Man muss aber einfach nur schauen, ob das Ganze funktioniert. Das heißt, einfach hier wieder auf die Märkte hören und immer eine schöne Risikoabsicherung machen. Das heißt, wer sich jetzt beispielsweise diesen Trend hier zum Handel nimmt, diesen kleinen, der hier unten drunter geht und sich dann die Frage stellt, an welcher Stelle ist dieser Trend denn gebrochen, wo muss ich mein Risiko reinlegen, der kann sich die Frage dann relativ schnell selbst beantworten. Und damit gehen wir in das dritte Währungspaar für heute, das Cable, britisches Pfund, US-Dollar. Auch hier einen Markt, den gucken wir uns mal erstmal noch mal kurz auf Tagesbasis an. Der ist hier nach unten schön gelaufen. Wir sehen es hier, hat sich ein Abwärtstrend gebildet und das, was hier zwischendrin läuft, ist ebenfalls ein Abwärtstrend. Also die Richtung nach unten ist schon da und was wir jetzt hier aus kurzfristiger Sicht sehen, ist die Korrektur hier in diesem laufenden Abwärtstrend oben rein, also hier in diesem Kontext gegeben, oben rein. Wir sind hier im Hoch auf die Marke von 1,2987 reingelaufen. Wenn es jetzt zur Umkehr kommt, dann ist der nächste Anlaufpunkt mal hier dieses aktuelle Trendtief in diesem größeren Kontext um die 1,28,492 ist das Low hier unten gewesen und dann natürlich Fortsetzung des Ganzen, also dieser Bewegung. Und wenn man einfach mal ausmisst, was von oben nach unten rauskommt, also diesen Bereich hier einfach mal ausmessen und wenn ich den dann oben runternehme und unten drauf setze, hierhin, dann sehen wir, dass durchaus das Potenzial für diese laufende Bewegung, also diesen Arm hier, der hier etwas trendet, noch längst nicht vorbei ist. Also wir haben als Ziel hier deutlich tiefere Kurse, auch unter dieser Marke hier von diesem Zwischentief bei 1,27,7. Das könnte durchaus noch ein Stück weit nach unten mit reingehen. Der Martin hatte ja am Freitag auch ein bisschen was dazu erzählt. Also das ist interessant. Und wie schon gesagt, sollten wir hier jetzt tatsächlich schon die Umkehr, das Umkehrmuster sehen,
also jetzt nicht nur durch diesen Gap nach unten, das wir jetzt durchs Coronavirus haben, sondern tatsächlich etwas, dass der Markt nochmal kurz durcharbeitet und nach unten fortläuft, dann haben wir natürlich hier ein sehr, sehr gutes Anzeichen für eine Bewegungsumkehr. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, ich mache hier mal ganz kurz den kleinen Trend rein. Schaut mal, das hier war der korrektive Trend nach unten. Der hat hier unten an dieser Stelle um die Marke von 1,29,270 sein Korrektur, also sein Trendtief liegen, also ein kleines Zwischentief. Hier sehen wir es, hat der Markt mal reingetrendet. Da hat die Bewegung dann angefangen. Das zieht ja hier durch, weil es hier draußen ein Außenstab ist. Aber das muss man einfach ein bisschen mit beachten. Wenn wir jetzt hier in die Situation reinkommen, dass wir hier, schaut mal, das war der Schub nach unten. Ich mache das mal ganz kurz in Rot hier, damit wir es besser sehen können. Also das war der erste initiale Schub nach unten. Das, was wir jetzt sehen, ist die Gegenbewegung. Die kann sich natürlich noch ausdehnen, aber solange wie die hier oben vorher rumdreht und kein höheres Hoch in diesem Beispiel macht und dann wieder nach unten durchdreht, dann haben wir hier, wenn wir unter diese Marke drunter laufen, erst einmal hier faktisch einen schönen Abwärtstrend am Laufen. Und wenn wir dieses Level hier auch rausnehmen, die 1,29,270, es ist halt nicht nur, weil wir hier ein kleines Zwischenlow hatten, sondern hier auch dieser Ausbruchsbereich auf der Stundenbasis gewesen ist, hat diese Marke eine Relevanz. Und wenn der Markt das nach unten wegschiebt, dann haben wir hier ein bestätigtes Umkehrsignal zur Unterseite hin und dann können wir relativ flott schon wieder die alten Kurse, hier das alte Tiefbereich anlaufen, im Kleinen als Zwischenpunkt die 1,2876 beziehungsweise dann das Low da unten bei 1,28492 als kurzfristiger Anlaufpunkt mit annehmen. Und wie schon gesagt, wenn das kommt, dann haben wir es hier im Tageschart schon rein. Fortsetzung dieser Abwärtsbewegung hier in den Bereich 1,27,7 beziehungsweise wir haben ja auch Potenzial zur Unterseite auch weiter noch hin. Also da ist alles zur Unterseite momentan geebnet und der Markt scheint das auch zu spielen. Und wenn das fortsetzt, wie schon gesagt, die Szenarien habe ich an dieser Stelle ja entsprechend auch beleuchtet. Das also zu den drei Handelsideen plus den DAX-Spezial am heutigen Morgen. Jetzt schaue ich nochmal rein. Fragen habe ich hier momentan nicht. Von der Seite her bleibt mir zu sagen, einen ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die hier live zugeschaut haben und natürlich auch an alle, die das Video im Nachgang auch noch mit anschauen. Ich freue mich immer sehr darüber und ich freue mich auch, wenn hier morgen, wenn Sie mögen, wieder viele Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei sind. Empfehlen Sie uns weiter und ja, machen Sie das Beste aus dem Handel an den Märkten und ich hoffe, ich kann mit den Ideen auch morgen wieder ein bisschen hilfreich sein. Danke für die Zeit am heutigen Morgen und bis morgen früh um 8.30 Uhr. Der Blick in die Märkte, vorher den Blog natürlich auf der Website von Tikme. Bis dahin, allen gute Zeit. Tschüss.